بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich wollte heute über den italienischen Ehrenmord sprechen. Ja? Das heißt italienischer Ehrenmord. Ich habe hier den Kölner Stadtanzeiger vom Mittwoch, 29. August 2012. Da steht dann die Überschrift: 17-Jähriger stürzt in den Tod. Also geht es darum, ja, Explosion. Vater der 14-jährigen Freundin verschüttet Benzin in der Wohnung des Jugendlichen. Das heißt, ein 17-Jähriger hat eine 14-jährige Freundin, ist mit ihr zusammen, ist dieses arme Mädchen, das ihre Freiheit genießen will, seit Monaten am Tyrannisieren, am Beschimpfen und so weiter und so fort. Ja? Und dann ruft der Junge, der 17 Jahre alt ist, der ruft an: Was soll ich machen, wenn gleich jemand bei mir in die Wohnung reinkommt, die Wohnung eintritt und mich zusammenschlagen will? So, und dann kommt dann dieser Vater an, tritt die Tür ein mit Benzin und der verschüttet dort so viel Benzin und zündet dann die Wohnung an. Das heißt, und da fliegt die ganze Wohnung in die Luft und nicht nur die ganze Wohnung, der ganze dritte Stock. Ja, aus dem dritten Stock wurde der 17-Jährige auf die Wucht der Verpuffung in den Hof geschleudert, wo er starb. Das heißt, der Junge ist dann gestorben. Ja. Das heißt, es ist eine lange Geschichte. Ja. Aber hat man nicht viel von gehört? Hast du was davon gehört? Ne? Hast du was davon gehört? Nur von dir. Ja. Das heißt, das hat man in Köln gehört. Was wäre gewesen? Was hätte man daraus gemacht, wenn ein Türke, ne, seine Tochter tyrannisiert hätte, ja, die 14 ist, die einen 17-jährigen deutschen Freund hätte. Da hätte man da direkt wieder einen Religionskrieg draus gemacht. Ja, einen muslimischen Dschihad. Ja, er konnte es nicht ertragen, dass der Ungläubige mit seiner Freundin zusammen ist. Aber hier, wo es genau das Gegenteil ist, wo einer keinen Bock hat auf einen Araber, beispielsweise der Vater, und auf einen Freund, da hört man so gut wie nichts von. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das immer wieder. Ich weiß, das bringt die Leute richtig auf die Palme. Das können sie nicht leiden. Ja? Wenn wir darüber reden, das können sie überhaupt nicht leiden. Insbesondere die Politiker und die Medienvertreter. Und die werden immer wütender. Und die greifen mich deswegen auch am meisten an, weil wir angefangen haben, vor Jahren genau hier drauf aufmerksam zu machen. Und wir haben das Salz in die Wunde hineingestreut. Aber wir hören nicht auf. Es ist so. Wir wollen hier durch erstens Nicht-Muslime, die die Wahrheit sehen wollen, auf dieses Problem aufmerksam machen. Wir haben es heute mit einigen Verrückten zu tun. Internetseite, Hetzseiten wie PI News. Jedes Mal, wenn irgendein Türke oder wenn irgendein Muslim oder Araber irgendein Verbrechen begeht, ja, dann wird sofort versucht, dieses Verbrechen mit dem Islam in Verbindung zu bringen, um direkt eine ganze Gruppe anzugreifen. Das heißt, irgendein Türke oder irgendein Araber oder irgendein Albaner oder irgendein, keine Ahnung was, ja, Pakistaner, vergewaltigt eine Frau, dann kommen sie hier wieder, wieder so ein Einzelfall, wieder so ein Einzelfall. Ja, das zeigt die Boshaftigkeit dieser Leute, da wird sich darüber lustig gemacht. Ironisch lustig gemacht, da werden noch einige Lügen erfunden, ja, Massenvergewaltigung aufgrund von Islam, ja. Und sowas darf man erzählen, man darf einfach irgendwelche Lügen erzählen, um eine Bevölkerungsgruppe zu dämonisieren, ja. Aber wenn man jetzt hingehen würde und würde jeden Tag irgendwelche, und wir wollen uns ja nicht lustig machen, hier ist eine Person gestorben, ja. Wenn wir jetzt jedes Mal hingehen würden, wo irgendein Christ ein Verbrechen begeht, da hören wir gar nicht mehr auf. Ha, hier, guck mal, Vater bringt seine vier Töchter mit dem, seine vier Kinder mit dem Messer um. Und dann fängt man so an wie bei Penus. Ha, wieder so ein Einzelfall. Ha, diese Menschen mit ihrer fröhlichen Kultur, ja. Ha, hier, guck mal, wieder eine Oma. Eine deutsche Oma bringt ihre Tochter, bringt ihr Enkelkind um. Ha, ja, ja, wieder ein Einzelfall. Ha, hier, du Troha, ha, wieder ein Christ aus Belgien. Ha, hat vier Kinder umgebracht. Ha, wieder ein Einzelfall. Ja, ja, das sind alles so, dieses Ironische. Ja, man würde uns sofort wegen Volksverhetzung anklagen. Aber hier, solche Seiten, die bestehen seit Jahren
da wird nichts gegen getan und da wird nichts gegen übernommen und es wird völlig totgeschwiegen, was dort passiert. Und stattdessen versucht man Leute, die gegen Terrorismus reden wie wir, die dazu auffordern, dass man sich vernünftig benimmt, dass man sich an die Gesetze hält, das heißt, dass man keine Verbrechen begeht. Ja, diese Leute, die werden dann als radikalisierend dargestellt. Radikalisierend, weil sie dazu aufrufen, dass man sich von Kriminalität fernhalten soll. Weil sie dazu aufrufen, dass man sich von Terrorismus fernhalten soll. Ja, aber. Ja, aber. Diese Leute sind Heuchler. Das muss man ganz klar sagen. So, das ist erstmal für die Nicht-Muslime. Die sollen sich Gedanken machen über diese Sachen. Die Nicht-Muslime, die ein offenes Herz haben, was hier wirklich abgeht. Und die sollen nach der Wahrheit suchen. Und für uns als Muslime, wir müssen langsamer wach werden. Ja? Eine Moschee jetzt, ja, die uns damals wollten wir dann vortragen, wie war das nochmal, als wir da gewesen sind? Die haben uns dann irgendwie da wie die Verbrecher behandelt, ja, weil ja der Staat gegen uns ist. Und wir sind es dann schuld. Jetzt wurden sie auf einmal angegriffen. Leute, es geht nicht um uns. Wir werden nur am meisten angegriffen, weil wir am meisten Erfolg hatten aus weltlicher Sicht, indem wie die Leute Islam angenommen haben. Und der Lob ist Allahs alleine, aber وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ über die Gnadengaben, die dein Herr dir gegeben hat, erzähle. Möge Allah uns Ikhlas geben, damit es am jüngsten Tag in unserer Waagschale ist. Ja, wir haben nicht gegen irgendein Gesetz verstoßen und wir haben nichts gesagt, was gegen ein Gesetz hier ist. So, und deswegen muss man mal langsam mit dem Kindergarten aufhören, immer die Schuld auf andere zu schieben und selber der Schlauste zu sein. Im Endeffekt wirst du selber attackiert. Im Endeffekt wirst du selber attackiert. Wir müssen wach werden. Ich habe es vor Jahren gesagt und es wird jeden Tag enger. Wir müssen wach werden. Hier. Kein Mensch hört was davon. Kein Mensch. Jetzt. Ich war in Dings gewesen, in Marokko gewesen. Da kamen dann Brüder zu mir. Oh, guck mal. In Deutschland, Islam wurde als Religion akzeptiert, offiziell akzeptiert als Religion in Hamburg. Guck mal, und die sind begeistert. Gestern, na, guck mal, haben wir hier die Nachricht bekommen aus Deutschland. Oh, das ist ja super. Ja, was ist denn passiert? Ja, jetzt kriegt ihr. Was? Jetzt kann man sich islamisch bestatten lassen. Ja, konnte man auch vorher. Man muss ein bisschen anstrengen. Die meisten, die in Deutschland sterben, lassen sich sowieso in ihre Heimatländer wiederbringen und lassen sich dort beerdigen. Punkt 1. Punkt 2. Und man kriegt frei am Tag von Eid. Oh, das sind 2 Tage im Jahr. Kriegt man aber meistens sowieso frei, wenn man das vorher richtig plant. Ja, weil man hat gewisse Arbeitstage, die man sich im Vorfeld schon so legen kann. Was noch? Es gibt islamischen Religionsunterricht. Oh, ja, Anti-Islam-Unterricht. Das heißt, da wird versucht, den Jugendlichen beizubringen, dass Islam falsch ist, dass Islam veraltet ist. Das heißt, aber komischerweise, das haben dann in Marokko alle gehört. Oh, super. Dann sage ich denen, weißt du was? Das ist ein Bundesland, das ist das zweitkleinste Bundesland Deutschlands. Hinter Bremen, Hamburg. Ist nicht ganz Deutschland, aber eigentlich spricht das gegen Deutschland, weil das heißt, ansonsten in ganz Deutschland ist er nicht anerkannt. Und für 2 Millionen Menschen von 84 Millionen jetzt anerkannt. Oder was? Und dann habe ich zu ihnen gesagt, habt ihr gehört, dass vor 2 Monaten in Deutschland als einziges Land auf der Welt die Beschneidung verboten wurde für Jungen? Das ist eine ganz schlimme Körperverletzung. Habt ihr das gehört? Nee, hat keiner gehört. Warum nicht? Komisch, das ist doch schon 2 Monate her ungefähr. 2 Monate muss das ungefähr sein. Das ist nicht bis nach Marokko gekommen. Guck mal, daran siehst du, wie diese Leute versuchen, die Medien zu kontrollieren. Die wollen, dass etwas in die arabische Welt kommt. Am nächsten Tag ist es dort. Ja? Und die wollen, dass etwas nicht in die arabische Welt kommt. 2 Monate später immer noch nicht angekommen. Aber wir werden diese Ungerechtigkeiten klar machen, weil das zeigt, dass sie sich für diese Ungerechtigkeiten was schämen. Und die sollen sich auch schämen. Die sollen sich auch was schämen. Und es interessiert uns nicht, ob das denen gefällt oder nicht. Wir sind bereit, für diese Religion zu sterben. Alhamdulillah. Wir sind bereit, die Wahrheit zu sagen, bis der Kopf fliegt, inshallah. Möge Allah uns festigen. Möge Allah uns festigen. Das gefällt dir, ne?
Ja, das ist auch so. Möge Allah uns festigen und ich diese Zunge möge wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das Maul, wie auf gut Deutsch, irgendwann halten werde. Möge Allah mich wirklich festigen und möge Allah uns alle beschützen. Weil man muss davon ausgehen, dass es hier enger wird, aber ihr müsst wissen, wenn wir standhaft sind, werden wir etwas erreichen. Da werden auch die Menschen in diesem Land die Wahrheit dieser Religion sehen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Islam Express, Islam Express, Islam.